Hallo mal wieder. Wenn ich mit Leuten rede über das Weltbild, also wie unsere Erde vielleicht aussieht, dann kommt man meistens auch zu dem Punkt der Gravitation. Also dieses magische, mystische Ding, was es schafft, damit hier alles angezogen werden kann, sozusagen. So. Und soweit ich das recherchiert habe, geht ja die Gravitation auf den lieben Albert Einstein zurück. Na? Und ich muss den Albert jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil der Kerl war 28 Jahre alt, als er seine Relativitätstheorie veröffentlichte. Und er sagte selber, dass nachdem die Theoretiker über seine Theorie hergefallen sind, hat er sie am Ende selber nochmal verstanden. Albert hat mit 77 Jahren, glaube ich, sein letztes Buch rausgebracht, was da heißt Out of My Later Years. Das kann ich jedem von euch mal ans Herz legen, wer da wissen will, was Einstein da wirklich über sich selbst denkt. Und das, was mittlerweile aber überall publiziert wird, das sind diese komplett unverständlichen Luftschlossgebäude ausgedacht haben. Und dann haben wir natürlich die Tatsache, dass das kein normaler Mensch mehr verstehen kann. Ja, hier gibt es auch schöne Bücher, wo ganz viele Wissenschaftler und Intellektuelle sich zusammengetan haben und das mal ein bisschen im Detail beleuchtet haben, was der Einstein da so gemacht hat. Und hier ist ein schönes Zitat, was ich euch mal vorlesen will. Die Bevölkerung wurde in einem irrationalen Einstein-Kult geprägt und glaubt an Einstein, ohne zu verstehen, an was sie glauben soll. Der Normalbürger versteht jedoch nicht, weil er zu dumm wäre, sondern weil Unverständliches, Absurdes für Menschen mit gesundem Menschenverstand unverständlich bleiben muss. Tja, und so wie es aussieht, wird es in mehreren Teilen der Wissenschaft gemacht, nach wie vor. Und es gibt ja ziemlich wenige, habe ich hier einen roten Fleck oder sieht das nur so aus? Ah, nee. Müsste nur das rote Licht von der Lampe hier sein. Okay, wo waren ach ja, bei diesen Experimenten, was die Gravitation beweist. So, da habe ich mich dazu belesen und herausgefunden, dass diese mystische, magische Gravitation erst ab einem Durchmesser von ungefähr 150 Kilometern nachweisbar wäre, ist für einen Otto-Normalmenschen wie mich oder euch natürlich ziemlich schwer, das nachzuvollziehen. Ein anderes Experiment, was dafür hergenommen wird, ist die Universalität des freien Falles. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, bei mir war es damals im Physikunterricht so gewesen, dass sich die Lehrerin vorne hingestellt hat, mit einer Bleikugel und einer Feder und gefragt hat, was halt schneller zu Boden fällt. Natürlich haben wir alle gesagt, die Bleikugel fällt schneller zu Boden als die Feder. Das war dem auch so gewesen. Und dann hat sie uns dasselbe nochmal in Vakuumröhren gezeigt. Und das wirkt immer total surreal auf mich, wenn ihr mich fragt. Also machen wir das jetzt. Und da ist beides so relativ gleich schnell gefallen. Na, also haben sie uns Kindern dann so damit damals eingeprägt, dass egal wie schwer irgendwas ist, das fällt genauso schnell und das ist dann ein Beweis für die Gravitation. So, jetzt gab es da einen Menschen, einen Ungarn, der 1956 aus Ungarn geflüchtet ist und der hat 2004 im Fallturm ZERN ein Experiment angemeldet. Und zwar wollte er verschiedene Elemente im freien Fall, also der Fallturm ist da so 100 Meter hoch, im Vakuum mit einer Videokamera aufnehmen und hat den Auftrag gegeben, dass sie doch bitte eine Hochgeschwindigkeitskamera dort installieren sollen und das, was er da gebaut hat, diese ganzen einzelnen verschiedenen Elemente in so einer Aluminiumbox, doch mal bitte zu filmen, während es die 100 Meter herunterrauscht. So, das hat dann der Fallturm ZERN dann auch gemacht. Allerdings mit keiner Hochgeschwindigkeitskamera, sondern mit einer stinknormalen, die 25 Bilder pro Sekunde liefert. Aber auch das hat ausgereicht, um etwas zu zeigen, was vorher so noch nie gezeigt wurde und was jetzt einige fragen,
öffnet oder auch schließt. So, wie wir sehen, sind die Elemente alle mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit gefallen. Und was heißt das jetzt? Na, wenn so ein Element hat ja eine unterschiedliche Dichte, ein anderes Atomgewicht, ne, als die anderen Elemente. Und wenn man etwas beschleunigt, dann dürfte das, was leichter ist, eigentlich leichter zu beschleunigen sein als das, was schwerer ist, normalerweise. Stichwort Trägheit. Ja, also wenn irgendwas sehr träge ist, dann braucht man mehr Kraft, das zu beschleunigen, als irgendwas, was weniger träge ist. Ja, so weit können wir schon mitgehen. So, wie das jetzt aber im Endeffekt wirklich aussieht, kann ich halt immer noch nicht sagen. Ich bin immer noch bei keinem richtigen Weltbild gelandet. Ich weiß jetzt nur, dass das mit diesem Kugelding und dieser Gravitation vielleicht ziemlicher Murks ist. Ja. Helft mir mal ein bisschen, also schaut euch mal an, welches Element am schnellsten steigt oder am höchsten steigt, was also dann am trägsten sein müsste, normalerweise. Oder? Mal schauen, ob wir da irgendwie einen Zusammenhang rausfinden können, gemeinsam. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann hin das richtige Weltbild kommen. So, in diesem Sinne lasse ich euch erstmal ein bisschen grübeln und nachdenken. Nee, Moment. Mal noch was dazu zu sagen. Also, dieser Herr, der damals dieses Experiment gestartet hatte, Gyula Imre Čač heißt er, der ist leider letztes Jahr verstorben. Da war Baujahr 1942. Und ich habe mich vorhin auch nochmal versichert. Ich habe die Telefonnummer angerufen, die da auf seiner Internetseite angegeben ist, und habe da seine Frau ans Telefon bekommen, wo wir ein sehr schönes Telefonat miteinander geführt haben. Und sie hat das auch noch mal bestätigt, dass sie sehr, sehr viele Probleme gehabt haben, das, was dort festgestellt wurde, publik zu machen, und dass sie sehr, sehr großen Gegenwind bekommen haben. Mit was sie auch noch nicht so richtig gerechnet haben, was sie jetzt aber am eigenen Leib mal gespürt haben. Ja, wenn es darum geht, wenn man etwas Fundamentales in der Wissenschaft neu herausfindet, ne? Welche extremen Gegenkräfte es nach wie vor hier gibt, die das so noch nicht wollen. Naja, gut, mit der alten Generation kann man wahrscheinlich abschließen, ne? Da gibt es irgendwie ein Sprichwort, die muss man aussterben lassen. Aber die Infos einer neuen Generation von Grundansätzen bringt da vielleicht schon eher was. Naja, wir haben jetzt nochmal die Chance. Also auf die alten brauchen wir nicht mehr zählen. Die machen ihr Ding, bis sie gegen die Wand gefahren sind. Wo wir wahrscheinlich nur eine Chance haben, ist bei der Jugend. So, in diesem Sinne. Bis bald.